So, I just chopped him up and... Oh, Tester is back! Hello! Das, was wir gerade gehört haben, war der Offsprecher von Dude Stop. Ähnlich wie bei Stanley Parable haben wir hier einen Sprecher, der uns versucht, das Spiel näher zu bringen und uns auf den richtigen Pfad zu bringen. Wanna see a magic trick? I'm gonna make this line disappear. And... Ich als kleiner Freund der Schadenfreude aber... You ruined it! Fantastic! Liebe es, genau das Falsche zu tun. Und natürlich regt sich dann der Sprecher darüber auf, was ich unglaublich lustig finde. You've probably seen it in the trailer, right? And the gif on the internet? You definitely know how to solve this one. The green is on the left. No, wait, my left. Your right? Why bother? Now, there's only one box. One. Quite hard to mess that up. Hey, you dropped one. Or was that on purpose? Ich habe bei diesem Spiel, das so simpel und kurzweilig ist, doch sehr viel Spaß gehabt. Und das, obwohl dieses Spiel einfach nur ca. 12 Euro zurzeit im Steam Store kostet. Und ganz grandioses Spiel geworden ist. Ich habe mich teilweise dabei erwischt, wie ich einfach minutenlang einer Szene zugeguckt habe, in der Hoffnung, dass der Sprecher daraufhin ausrastet oder halt auch nicht. Es ist schon fast banal, wie lustig hier einige Szenen eingesetzt werden. Allein im Startscreen gibt es mehrere Möglichkeiten von Antworten. Man kann verschiedene Trophäen für alles richtig, ein paar Sachen richtig, Puzzleteile einsammeln, alles falsch, kann man alles machen. Und das nur durch solche Kleinigkeiten wie einen in Dominostein umzuwerfen nach links und dadurch eine Kettenreaktion auszulösen oder nach rechts und damit einfach den ganzen Scheiß zu versauen. Der Witz dabei ist, der Sprecher reagiert meist sehr wütend oder sehr lustig darauf und macht sich sogar stellenweise über euch lustig. Oh, my little ones, they grow up so fast. It's such an achievement for you. Such a great job. I'm so proud of you. No, I'm not. Any human with a shred of common sense should be able to pass this exam. So don't get too excited. But good job on being normal. Natürlich dürfen Anspielungen an Portal, Tetris oder andere popkulturelle Referenzen nicht fehlen. Zum Beispiel sehen wir hier den Kuchen aus Portal. Hey, I see you're finished. Very good. Classic. So, did you like it? Or was it too challenging? By the way, as you can see, I wasn't lying about the cake. Ich habe sehr oft bei diesem Spiel gelacht und weil das so schön war und das Spiel auch so kurz ist, war es das jetzt von mir und ich lasse euch gehen mit dieser schönen Szene. Bis zum nächsten Mal, ciao. Page 19, Exercise 7. Let's answer some questions together. A dog says, woof, that's right. A cat says, meow, correct. What do cats think when they blankly stare at the wall and frantically meow at 3 a.m. as if there was something there, but there is nothing? Do they dream of big mansions of cardboard, or do they see a ghost? Or maybe they realize that their feet are their hands and vice versa. Or possibly they contemplate one of their previous lives, counting all the slain wildlife. Do cats go to Valhalla?
Or maybe they understand that they are just pets in our life. Something to lighten the burden of eternal torture that is our existence. Just dumb. This concludes this lesson. This is the end of side A. Please turn over to side B.